Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Ich freue mich total, dass ihr wieder mit dabei seid. Wenn ihr in Zukunft kein Video mehr mit mir verpassen wollt, abonniert sehr, sehr gerne diesen Kanal. Das würde mich total freuen. Ihr würdet meinem kleinen Kanal sehr dabei helfen zu wachsen. Ihr bekommt auch regelmäßig neue Videos von mir. Heute geht es mal wieder um Produkte, die ich in den vergangenen Tagen und Wochen aufgebraucht habe. Und ich möchte euch natürlich gerne berichten, wie mir diese Produkte gefallen haben, ob ich sie mir eventuell wieder kaufen würde oder ob ich vielleicht den ein oder anderen Kritikpunkt daran habe. Fangen wir an mit einem Produkt, das mir ziemlich gut gefallen hat und das ich mir auf jeden Fall auch wieder kaufen würde, falls es die Möglichkeit dazu gibt. Das ist nämlich aus einer Limited Edition gewesen von Aveo, der Eigenmarke von der Drogerie Müller. Die hatten im Sommer eine Limited Edition mit Body Sorbet Fruity Splash mit Mango und Drachenfruchtextrakt. Das hat mir ziemlich gut gefallen, muss ich sagen. Das war schön fruchtig, hatte eine schöne samtige Konsistenz, würde ich es tatsächlich schon nennen, und hat sich echt gut auf der Haut verteilen lassen und ist dann so ein bisschen geschmolzen, nenne ich es mal. Das hat mir irgendwie wirklich gut gefallen. Und gerade im Sommer, wenn man die Tube dann noch in den Kühlschrank gestellt hat, hatte man wirklich ein total erfrischendes Erlebnis bei dem Eincremen. Fand ich richtig, richtig gut. Kann natürlich auch ohne Kühlung funktionieren, aber hat mir halt einfach mega gut gefallen. Falls es das nächstes Jahr im Sommer dann wieder als Limited Edition so oder in einer anderen Form gibt, würde ich das auf jeden Fall wieder nachkaufen. Hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Und ich glaube, ich habe noch eine Tube davon im Schrank, sodass ich das noch weitermachen kann, weil ich halt schon bemerkt habe, als es die Limited Edition gab, dass mir das wirklich gut gefällt. Und dann tendiere ich ja oft dazu, mir direkt mehrere Produkte aus dieser Limited Edition zu kaufen, einfach um dieses Pflegeerlebnis weiter ja haben zu können. Und das hat halt mal wieder wirklich, wirklich gut funktioniert. Sehr gut funktioniert auch das Deo Spray von Rexona. Ich verwende das ja immer sehr gerne tagsüber. Wenn ich zur Arbeit gehe, dann habe ich einfach das Gefühl, ich bin halt optimal geschützt. Ich fühle mich frisch und irgendwie nicht ja, verschwitzt oder so. Jetzt gerade im Herbst und Winter, wo es dann halt nicht mehr so warm ist, das ist dann natürlich nicht so stark erforderlich, irgendwie, dass man so ein intensives Deo hat, aber ich fühle mich halt lieber geschützt und brauche es nicht unbedingt, als nachher irgendwie mit Schwitzflecken an der Kleidung dazustehen. Finde ich sehr, sehr gut. Hier habe ich auch mal wieder das Glück gehabt, dass ich eine XL-Edition bekommen habe. Das Deo ist leider nicht ganz günstig im Angebot, kostet es dann manchmal so 2,49, 2,69, oft aber auch schon über 3 Euro, wenn es nicht im Angebot ist. Und wenn es im Angebot ist, dann schlage ich natürlich immer direkt zu und versuche dann denn diese XL-Edition zu bekommen, weil dann nicht nur 150 Milliliter drin sind, sondern 200 Milliliter. Also spart man zusätzlich dann auch nochmal was, dass man mehr Produkt hat zu dem Angebotspreis. Also da bin ich halt wirklich dann immer so ein kleiner Sparfuchs, weil ja, die Rexona Deos leider wirklich, wirklich teuer geworden sind. Auch nicht ganz günstig, aber sehr gut ist das Waschmittel von Ariel. Da habe ich mal wieder eine 15er Box mit den Ariel Pots leer gemacht. Ich habe ja die letzten Jahre immer gedacht, so naja, dann machst du die kleine Packung noch leer und dann kaufst du dir mal eine große Packung. Aber irgendwie hatte ich dann immer das Glück, dass in irgendeinem Laden, sei es Action oder Thomas Philips oder irgendeinem Supermarkt, eben dieses Waschmittel in diesen kleinen Boxen gerade im Angebot war und dann der Pot an sich als Stückzahl günstiger war, als hätte ich die große Packung gekauft. Und dann dachte ich so, ach komm, dann nimmst du doch wieder die kleine Packung. Und das geht mir im Prinzip seit 2,5 Jahren so, dass ich irgendwann immer so eine kleine Packung zum sehr günstigen Preis erwische. Und jetzt ist halt mal wieder eine Packung leer geworden. Also ich brauche auch wirklich nicht so wahnsinnig viel Waschmittel. Ich lebe halt alleine und deswegen fällt nicht so wahnsinnig viel Wäsche bei mir an. Meistens reicht es sogar, wenn ich einmal die Wäsche wasche. Ja, einmal und dann nie wieder. Und dann wasche ich nie wieder Wäsche. Nein, einmal die Woche Wäsche wasche. Und dann bleibt halt so eine Packung, die bleibt dann halt eine ganze Weile stehen bei mir. Und aber trotzdem, irgendwann wird sie ja mal leer. Ansonsten finde ich auch eigentlich wirklich diesen Verschluss ganz gut. Da muss man nicht so lange dran rumpruckeln wie bei vielen anderen, sondern halt so an beiden Seiten drücken und dann kann man die hochziehen. Aber es ist trotzdem relativ gut geschützt. Ich meine, nicht, dass ich jetzt irgendwie die Pots essen würde. Das war doch mal irgendwann so ein komischer Social-Media-Trend, dass irgendwie Leute so diese Waschmittelpots irgendwie gegessen haben und dann bemerkt haben, dass das ja ekelhaft schmeckt und schrecklich schäumt und vielleicht auch nicht so ganz gesund ist. Also manchmal gibt es so Trends, wo ich mir wirklich denke, naja,
Darwin Award wäre vielleicht auch mal nicht schlecht. Dann habe ich mir noch ein Produkt gegönnt bei Action. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das gekauft habe, aber auf jeden Fall wusste ich, dass es sehr, sehr gut ist und das habe ich letztens mal wieder angewandt. Und zwar sind das die Exfoliating Socks, also wo man halt seinen Füßen ein sehr, sehr intensives Fruchtsäurepeeling verpassen kann. Das habe ich auch mal wieder gemacht. Das mache ich meistens so zweimal im Jahr. Also ungern, wenn halt wirklich Frühling und Sommer ist, wenn man mit offenen Schuhen rumläuft, weil dann ist das gar keine gute Idee. Also wenn ihr sowas mal machen wollt, und ich kann es wirklich empfehlen, weil sich die Füße danach wirklich sehr, sehr schön zart anfühlen und so. Ich sag mal, diese ganzen festen Hornhautstellen und sowas echt mal ablösen. Macht das nicht im Sommer, wenn ihr mit offenen Schuhen laufen wollt, weil das ist schon speziell, aber es ist wirklich effektiv und deswegen kann ich es auch empfehlen. Also man zieht sich dann diese Söckchen mit diesem Serum an, so ungefähr je nachdem, wie es beschrieben ist. Hier steht, also man kann es bis zu 2 Stunden anziehen. Ich hatte das jetzt anderthalb an und dann passiert erst mal ein paar Tage lang danach gar nichts und dann fängt wirklich die Haut sich an den Füßen wie verrückt zu pellen. Und das sieht echt aus, als hätte man irgendwie, als wäre man eine Schlange, die sich häuten würde, so ungefähr. Und so möchte man natürlich dann nicht mit offenen Schuhen rumlaufen, weil es dann wirklich aussieht, als hätte man eine ganz schlimme Hautkrankheit oder sowas. Und es ist auch schon, ich sag mal, im Winter kein großer Spaß, weil dann die Socken innen drin halt auch, wenn man die dann tagsüber anhatte, wirklich unfassbar viel von diesen Hautschüppchen aufnehmen. Ich musste dann wirklich abends immer meine Socken ausziehen, einmal umkrempeln und dann habe ich die über den Biomüll so abgestrichen, damit diese ganzen Hautpartikel, die da dran waren, es sind halt auch größere Stückchen, die sich dann ablösen, dass ich die dann entsorgen kann. Und dann kamen die halt umgekrempelt in die Wäsche, die Socken. Und es war halt wirklich, also ist schon, ich sag mal, ein bisschen unangenehme Prozedur, aber meine Füße sehen jetzt halt auch wieder richtig, richtig gut aus. Also diese ganzen Sachen, die sich über den Sommer, wenn man viel barfuß läuft und so weiter, diese Hornhaut, die sich bildet, ist jetzt alles wieder schön weg. Finde ich sehr, sehr gut. Ich werde denn das wahrscheinlich nochmal vorm Frühling machen, irgendwann so im März oder so, damit dann irgendwie meine Füße im Sommer dann wieder richtig schön aussehen. Jetzt können sie sich wieder ein paar Monate irgendwie ja mit Hornhaut irgendwie versorgen oder so. Auf jeden Fall ist es eigentlich ein Produkt, das ich an sich aber wirklich empfehlen kann. Gibt es auch noch von anderen Marken, gibt es bei Rossmann, gibt es bei DM. Ich finde die von Action aber wirklich richtig gut, weil die einfach eine super intensive Wirkung haben. Sie sind auch kostengünstig, kosten irgendwie nicht mal 2 Euro. Das nächste Mal, wenn ich bei Action bin und die haben die gerade da, das ist ja bei Action auch immer nicht so, ich sag mal, so ein ja, beständiges Sortiment, werde ich die auf jeden Fall wieder mitnehmen, weil ich finde die halt wirklich, wirklich gut. Auch wenn man, wie gesagt, sollte man nicht im Sommer machen und man sollte sich bewusst sein, dass man, ich sag mal, so eine Woche nach der Anwendung halt unfassbar viel Hautschüppchen überall in der Wohnung verteilt oder halt in den Socken hat. Deswegen halt kleine Warnung, wenn ihr sowas macht, nicht erschrecken, wie viel ja, Haut ihr so verlieren werdet, aber das Ergebnis sieht dann halt wirklich, wirklich schön aus. Dann habe ich leer gemacht, auch von Action hatte ich die. Das ist ein Conditioner mit, was war denn da drin? Ja, Orange. Ja, auf jeden Fall hat das super gerochen. Ich mag ja so Orangendüfte total gerne. Ich schnupper noch mal dran. Ja, riecht auf jeden Fall sehr schön angenehm nach Orange. Fand ich, war auch ein richtig, richtig toller Conditioner. Hat mir mega gut gefallen. Also nicht nur vom Duft her, sondern auch von der Wirkung. Die Haare haben sich danach super weich und seidig angefühlt und ja, ließen sich auch total gut durchkämmen, gut stylen. Obwohl der von Schwarzkopf ist, habe ich den bei DM und Rossmann bisher nicht gesehen, weil ich mir auch gedacht habe, naja, der hat mir jetzt so gut gefallen, den würde ich mir auf jeden Fall auch nachkaufen. Hatte dann in der Drogerie geschaut und habe den halt so nicht gefunden. Also natürlich gibt es auch andere verschiedene Conditioner und Spülungen und Kuren von Schwarzkopf in der Drogerie, aber genau die hier konnte ich nicht finden. Ist vielleicht extra nur bei Action erhältlich oder wurde aus dem Sortiment genommen oder was auch immer. Auf jeden Fall beim nächsten Action-Einkauf neben den Exfoliation Socks würde ich auf jeden Fall auch diesen Conditioner wieder mitnehmen, weil der mir einfach wirklich sehr, sehr gut gefallen hat, sowohl von der Wirkung als auch vom Duft. Also war für mich wirklich ein richtiger Glücksgriff, den ich da gemacht habe. Und ich glaube, der war auch echt günstig. Ich weiß es jetzt nicht mehr, aber bei Action sind die Produkte ja sowieso halt wirklich immer sehr, sehr gut her vom Preis. Dann ist bei mir leer geworden ein WC Frisch Kraft Gel. Das war von WC Frisch.
weiß ich jetzt gar nicht, wo ich den gekauft habe, war ich gerade am Überlegen. Ich glaube, ich hatte den auf jeden Fall gekauft, weil es irgendwie das Produkt von WC-Ente, das ich eigentlich normalerweise nehme, gerade nicht gab. Da habe ich gedacht, ach komm, nimmst du das? Fand ich okay, aber ich würde denn doch wieder zur WC-Ente greifen, weil irgendwie hatte ich bei dem Produkt das Gefühl, das war so ein blaues Gel, dass immer so ein leichter, blauer, blaugräulicher Schleier dann irgendwie im Porzellan zu sehen war. Und das fand ich irgendwie nicht so schön. Also es war schon in Ordnung, aber wie gesagt, ist jetzt nicht mein favorisiertes Produkt. Und dann würde ich lieber wieder das nehmen, von dem ich weiß, dass mir sowohl der Effekt als auch der Duft und so weiter einfach deutlich besser gefallen. Dann ist bei mir noch eine Zahnpasta leer geworden, und zwar von Elmex, die Optischmelz Zahnpasta. Die nehme ich schon eine ganze Weile, die ist leider relativ teuer, kostet fast 6 Euro, kaufe ich deswegen auch immer im Angebot oder wenn es bei DM auf Elmex-Produkte irgendwie so 40-fach Payback-Punkte gibt, dann kann man natürlich auch sozusagen indirekt sparen, indem man halt die Payback-Punkte halt auf sein Konto lädt und dann hat man halt sozusagen auch irgendwie einen Euro gespart oder sowas. Wie gesagt, leider relativ teuer, aber auch wirklich eine sehr, sehr gute Zahncreme. Habe ich empfohlen bekommen von der Zahnarzthelferin, die bei mir meine Zahnreinigung gemacht hat, die mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass mein Kaffeekonsum und dass mein Obstkonsum halt beim Zahnschmelz doch schon irgendwann ja sichtbar war. Da meinte sie, ja, nehmen Sie mal lieber Produkte, die da so ein bisschen entgegenwirken, hatte mir die hier empfohlen und ja, funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Ich habe das Gefühl, seitdem ich das Produkt verwende, sind meine Zähne irgendwie glatter geworden, auch ein bisschen heller. Und bei der letzten Zahnreinigung habe ich auch tatsächlich ein Lob bekommen, dass das schon viel, viel besser aussieht. Und ja, dann werde ich das auf jeden Fall weiterhin nehmen, wenn das halt einen positiven Effekt auf ja, meine Zahngesundheit hat, auch wenn es ein bisschen teurer ist. Aber ich sag mal, durch Angebote und Payback-Punkte kann man ja dann doch irgendwie das Ganze noch ein bisschen günstiger bekommen. Ergänzend dazu habe ich noch ein zweites Zahnpflegeprodukt aufgebraucht, und zwar ist das die Zahnmilch von Bionic. Auch das ist ein Produkt, das sich positiv auf den Zahnschmelz auswirkt. Das ist eine Mundspülung, die verwendet man dann nach dem Zähneputzen und die soll unseren künstlichen Zahnschmelz so ein bisschen über die Zähne wieder mit drauf machen. Ich weiß nicht, ob das so hundertprozentig funktioniert. Ich habe aber das Gefühl, dass, wie gesagt, die Kombination aus diesen beiden Produkten meinen Zähnen sehr gut getan hat. Und wie gesagt, ein Jahr, also als ich darauf aufmerksam gemacht wurde, dass es da ein bisschen Probleme gibt, dann habe ich die Produkte verwendet ein Jahr und danach habe ich wirklich Lob bekommen, dass das schon viel, viel besser aussieht und ich genau das, was ich mache, weitermachen soll. Ja, deswegen verwende ich halt beide Produkte in Kombination. Ist leider auch nicht ganz günstig, kostet auch um die 6 Euro, aber man braucht wirklich nur ganz, ganz wenig. In diesem Messbecher nehme ich dann halt immer nur, und man sieht doch tatsächlich, bis wohin ich das immer auffülle, und dann halt ein bisschen über die Zähne so ein bisschen spülen. Und ich habe auch wirklich das Gefühl, dass es was bringt. Und meine Zähne sind viel weniger empfindlich. Ihr kennt das bestimmt sonst, wenn man irgendwie was Kaltes oder Heißes, das sofort so ein unangenehmes Gefühl an den Zähnen ist. Ist seitdem tatsächlich auch besser geworden. Und deswegen, wenn man Probleme mit sowas hat und es Produkte gibt, die da ein bisschen entgegenwirken, bin ich auch wirklich sehr, sehr froh, dass es da die Möglichkeit gibt, weil ich sag mal, Zahnschmerz ist wirklich das Fieseste, was man so haben kann. Dann ist bei mir leer geworden ein Augen-Make-up-Entferner von Isana. Fand ich gut. Also ich verwende den oder den von DM, da bin ich tatsächlich total anspruchslos. Ich versuche halt immer mein Augen-Make-up. Ihr seht ja, ich trage sehr gerne Lidschatten und eben auch Mascara. Und ja, das muss ich natürlich auch abends entsprechend wieder abschminken. Und dann nehme ich halt immer so ein Mikrofaserpad, die sind ein bisschen größer als so ein Wattepad, gebe ein bisschen Augen-Make-up-Entferner drauf, lege das auf das Auge und wische es dann tatsächlich fast komplett ab. Also manchmal muss ich noch ein zweites Mal rübergehen, aber wie gesagt, dieser Augen-Make-up-Entferner ist sehr, sehr gut und entfernt das Augen-Make-up wirklich total zuverlässig. Bin ich großer Fan von. Der ist gut, der von DM ist gut. Jetzt ist der hier mal wieder leer geworden und würde ich auf jeden Fall jederzeit nachkaufen. Dann ist ein kleines Duschgel bei mir leer geworden von Balea, Mandelblüte und Magnolia. Das habe ich mir einfach mal mitgenommen zum Probieren, ob mir dieser Duft gefällt. Er hat mir ziemlich gut gefallen. Er war ein bisschen nussig. Irgendwie schön mild, leicht floral, insgesamt ein schönes Duschgel. Habe ich mir tatsächlich hauptsächlich mitgenommen, auch wegen der Verpackung. Ich versuche ja, wenn ich in Urlaub fahre,
dann die Produkte, die ich vorher leer gemacht habe aus den Aufgebraucht-Videos. Also ich nehme natürlich nicht jede Verpackung. Ich meine, was soll ich denn das hier jetzt aufheben? Das ist Quatsch. Aber solche Verpackungen, auch ein bisschen größer, hebe ich dann auf, spüle die aus. Und wenn ich dann irgendwo hinfahre, dann fülle ich aus den großen Produkten, die ich zu Hause habe, mir dann immer daraus ein bisschen was ab, um halt im Urlaub dann mit meinen üblichen Produkten versorgt zu sein. Aber ich will natürlich auch nicht 10 Kilo Pflegeprodukte mit in den Urlaub nehmen. Deswegen nehme ich solche kleinen Verpackungen. Auch die hier werde ich jetzt ausspülen. Und letztes Mal auch hatte ich solche kleinen Duschgelverpackungen mit, um zum Beispiel Toner mitzunehmen. Das hat ziemlich gut funktioniert oder irgendwas anderes. Deswegen musste das Duschgel erstmal raus, weil Duschgel nehme ich in der Regel nicht mit in den Urlaub, weil dann gibt es im Hotel halt auch irgendwie was. Aber da werde ich auf jeden Fall dann irgendwas reinfüllen, was mich dann in den Urlaub begleiten wird. Und deswegen kaufe ich manchmal solche Produkte, verwende die dann, hebe die Verpackungen auf. Es gibt natürlich auch diese Reiseverpackung, die man extra kaufen kann, aber ich sehe das irgendwie nicht ein, wenn ich ja sowieso solche kleinen Plastikflaschen oder andere Behälter mit Produkten in der Drogerie kaufen kann, dass ich mir den extra noch Fläschchen kaufen soll, wenn ich die dann sozusagen habe und wiederverwenden kann. Deswegen, wie gesagt, wird jetzt erstmal beiseite gelegt und ausgespült und wird dann demnächst in den Urlaub fahren. Dann habe ich noch leer gemacht von IMIM. Das ist tatsächlich ein Werbepartner von mir gewesen, schon zweimal. Die waren sehr, sehr nett und haben mir Produkte zum Testen zugeschickt. Hatte ich euch auch in ein paar Videos vorgestellt. Und hier hatte ich eine Augencreme, die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also die habe ich irgendwann auch bei dem Pumpkopf jetzt ein bisschen ruiniert, weil ich das so viel verwendet habe. Also jeden Morgen und jeden Abend. Sehr, sehr schöne Augencreme. Also wenn man die wirklich hier unter den Augen verwendet hat, das hat sich super frisch angefühlt. Und ich hatte auch das Gefühl, wenn ich diese Augencreme verwendet habe und ich habe dann später Concealer verwendet, dass irgendwie das ganze Hautbild unter den Augen alles so ein bisschen ebenmäßiger war. Also eine gute Augencreme lohnt sich auf jeden Fall wahlweise, wenn ihr eine schöne Gesichtscreme habt, die auch wirklich gut und schnell einzieht, könnt ihr natürlich auch einfach die Gesichtscreme hier unter die Augen geben. Ich habe eine Gesichtscreme, die dafür ein bisschen zu reichhaltig ist. Also habe ich das Gefühl, dass der Concealer nicht mehr so richtig hält. Und gerade hier in dem Bereich, wo die kleinen Augenfältchen sind, muss das natürlich alles auch richtig halten. Das hat mit der Creme richtig, richtig gut funktioniert. Da habe ich mich sehr gefreut, dass ich die testen durfte. Also falls IMIM irgendwie mir mal wieder Produkte zuschickt, dürfen Sie mir das gerne nochmal schicken. Das war toll. Ansonsten bestelle ich die mir halt. Also die war aber wirklich, wirklich gut. Dann habe ich noch ein Serum leer gemacht und zwar von Balea. Das Q10 Serum ist super günstig. Das kostet, glaube ich, 1,99 und ist ein sehr, sehr tolles Serum. Es ist aber ein Cremeserum. Also falls ihr jetzt denkt, das ist so ein ganz flüssiges, was man mit einer Pipette auf die Haut gibt, ist es nicht. Das ist fast wie eine Lotion. Und zieht aber auch super, super schnell ein. Ich mag das total gerne. Ich verwende das gerne abends unter meiner Nachtcreme. Also habe ich mir auch schon wieder nachgekauft. Also funktioniert super gut, ist preislich einfach mega. Also das ist wirklich ein sehr, sehr empfehlenswertes Produkt. Dann ist noch leer geworden bei mir eine Packung Taschentücher. Die waren von Kaufland dieses Mal. Also ich verwende gerne Kosmetiktücher oder solche Taschentücher. Die habe ich immer bei mir im Bad stehen, wenn ich irgendwas wegwischen muss, wenn ich irgendwie einen kleinen Schminkunfall hatte oder irgendwie Mascara irgendwie verschmiert ist oder Lidschatten ins Waschbecken gekrümelt ist, habe ich gerne so ein Tüchlein griffbereit oder auch wenn ich mir in die Nase putzen muss. Hier fand ich die Packung echt super dekorativ mit diesem Blau, mit diesen schönen Blumen drauf und hatte mir den halt einfach von Kaufland mitgenommen. Da habe ich keinen Favoriten. Dann nehme ich mal welche aus dem Supermarkt, von Penny, von Kaufland, von Rewe oder irgendwie sowas. Manchmal auch aus den Drogerien. Da bin ich auch relativ anspruchslos, ob es nun Taschentücher oder Kosmetiktücher sind. Ist im Prinzip ein und dasselbe. Für mich funktioniert alles genauso gut. Jetzt sind mal wieder die Taschentücher leer geworden. Hatte ich aber auch schon nachgekauft. So, das war mal wieder mein Aufgebraucht-Video. Ich hoffe natürlich, ihr hattet Spaß bei dem Video. Ich konnte euch vielleicht den einen oder anderen guten Tipp geben, welches Produkt denn empfehlenswert ist. Wir sehen uns auf jeden Fall schon ganz, ganz bald wieder in einem nächsten Video. Ich freue mich schon total auf euch. Bis dahin, eure Ramis.